Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise wir wollen heute was ganz Besonderes ausprobieren. Ich habe ja das Format Ramses Kitchen, wo ich immer wieder neues Essen teste und so weiter. Und gerne machen wir natürlich auch Challenges gegen andere Kollegen und so. Ich habe gedacht, heute möchte ich mal was vereinen. Ramses Kitchen Challenge. Hupsi hat letztens nämlich so einen Becher Nudeln mitgebracht hier von der Firma Soba. Beziehungsweise Cup Noodles, Wok Style, Soba. Chili, fertig in 3 Minuten. Das sind saugeniale Nudeln, muss ich dazu sagen. Denn ihr macht das hier auf, füllt da Wasser rein, macht den Deckel wieder drauf und danach kippt ihr das Wasser wieder raus, sodass ihr wirklich nur bissfeste Nudeln mit Geschmack übrig habt. Anders als bei den ganzen anderen 5-Minuten-Terrinen habt ihr hier dann einfach ein Bottich mit Nudeln, mit richtig genialen Nudeln. Für Ramses Kitchen wollen wir jetzt mal alle zurecht machen und von jeder eine Gabel probieren und gucken, welche schmeckt am besten. Und als Challenge wollen wir alle fertigen Nudelcups in eine Schüssel geben. Das habe ich hier vorbereitet und die ganze Schüssel essen als kleinen Esswettbewerb. 6-mal Soba Nudelcups. Und gucken, wie lange wir dafür brauchen und vielleicht dann mal nominieren. Jetzt mache ich das aber hier auf. Wie gesagt, ihr müsst überall den Becher aufmachen. Ihr macht überall dann hier diese Folie noch ab. Dann habt ihr innen drin meistens einen Beutel mit Soße. So, den Beutel Soße müsst ihr natürlich rausnehmen. Habt hier die Nudeln, habt da ein bisschen Gemüse, was da rumfliegt. Und da kommt gleich Wasser rein. Das ist jetzt bei 1,5 Liter irgendwie. Das wird gerade zurecht gemacht. Der Adi verbrüht sich gleich die Schnauze. Adi, nein. Adi, nein. Da könnt ihr auch mal reingucken hier, die Unterschiede. Da ist viel Rot dabei, da ist viel Grün dabei, da ist viel Weiß dabei. Also, das richtet sich nach dem Deckel, das richtet sich nach der Tüte. Da ist viel Orange dabei, da ist auch wieder Weiß dabei. Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal hier den Bottich und versuchen das überall mal bis zur Linie zu füllen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Vielleicht muss ich auch gleich nochmal was machen. Schlecht, wenn man gleichzeitig filmt und macht und tut. So, noch 2 Stück. Einmal noch den. Und einmal den. Perfekt. Da ist im Prinzip kaum noch was drin. Guck mal, das bisschen jetzt war Verschwendung vielleicht, aber im Prinzip auch nicht. Jetzt müsst ihr natürlich überall die Deckel wieder drauf machen, dass das schön in der Hitze vor sich hin mattert. Dann müssen wir das ziehen lassen ein paar Minuten. Also 3 Minuten steht ja, glaube ich, drauf. Wenn das fertig gezogen ist, könnt ihr das Wasser über die Löcher rauskippen. Ich habe so Bock drauf. Adi, hast du Bock? Ja? Guck mal, da fehlt der Maßkrug. Was hast du denn da schon wieder vor? Wenn die hier richtig schön durchgesuppt sind, könnt ihr die nämlich nehmen. Das hier hinten sind 2 Luftlöcher. Und hier, das sind die Pisslöcher, ja, dass das da rauskommt. Dann könnt ihr das so nehmen und so dahin halten. Und dann läuft das so da raus und das finde ich richtig genial. Ich merke auch schon, wie mein Daumen heiß wird und gleich verbrennt, weil das so genial ist. Die Soßen müssen wir jetzt hier noch drauf machen. Adi ist auch schon begeistert. Der guckt auch schon, ist am Start. So sieht das Ganze dann aus mit Soße. Ist natürlich schon ein bisschen eingedrungen. So sieht das Ganze aus, wenn es dann rumgemacht ist. Irgendwie sieht jetzt alles ein bisschen identisch aus. Jetzt habt ihr auf jeden Fall 6 fertige Nudeln. Cups von Nissin Soba. Die wollen wir jetzt alle probieren und alle essen. Irgendwie finde ich die Idee plötzlich doch nicht mehr so gut. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptteil. Hier habe ich schon mal die Deckel gesammelt. Die sehen auf jeden Fall auch genial aus, oder? Können wir aufheben für die Kinders zum Spielen. Die packe ich mir jetzt aber hier an den Rand. Und wir nehmen uns jetzt mal einen nach dem anderen vor. Becher
probieren, wie gesagt, mal kurz für Ramses Kitchen. Das ist super Classic. Eine Gabel von dem Classic probiert. Nicht zu viel, damit noch genügend für die Schüssel bleibt. Also eine Gabel. Und der Rest kommt in die Schüssel. Ich glaube, die Schüssel ist zu klein. Classic, ja. Schmeckt. Weiß ich nicht, schmeckt halt nach Nudeln. Schmeckt eigentlich wie alle anderen Nudelcups, die man sich so gönnt auch. Hat irgendwie auch eine leicht süßliche Note dabei. Das alles raus hier. Der kommt hier rüber. Als nächstes haben wir Peking Duck. Also Peking Ente. Da auch ein Löffelchen. Rollst du wieder hier rein? Habe ich gerade gesagt, das schmeckt süß. Peking Ente schmeckt ja gar nicht nach Ente. Das schmeckt ja noch süßer und irgendwie total, weiß ich nicht, künstlich. Also ich, für mich Classic bis jetzt am sinnvollsten, weil jetzt liegt das hier drin, das einfach als Becher so einfach daneben. Also Peking Ente hätte ich jetzt ein bisschen muffiger erwartet, ein bisschen tiefer vom Geschmack, aber irgendwie ist das wie eine Süßigkeit, wie wenn ihr irgendeinen Bonbon jetzt gegessen hättet. Als nächstes haben wir Teriyaki Style. Peking Ente würde ich nicht nochmal kaufen, dann lieber das normale. Teriyaki, okay. Schmeckt noch Teriyaki, also ich habe keine Ahnung, wie soll man das beschreiben vom Geschmack her? Halt ein bisschen so kräuterlich. Irgendwie sehr speziell kräuterlich. Hat irgendwie so einen gesunden Touch. Als ob man denkt, man isst das und wird zum Hippie. Finde ich okay. Bisher Peking Ende das schlechteste. Classic aber bisher immer noch am besten. Jetzt haben wir Yakitori Chicken, also das blaue. Da mal probieren. Und den Rest wieder in die Schüssel. Hat auch einen sehr eigenen Geschmack. Auch irgendwie was Muffiges. Irgendwie schmeckt alles immer muffig. Besser als Peking Ende immer noch. Ich glaube, das würde ich jetzt an zweitletzte Stelle packen. Auch wieder irgendwas süßlich. Irgendwie sehr... vergesst einfach die Beschreibung der Geschmäcker. Das bringt eh nichts. Sukiyaki Beef haben wir hier auch noch. Bis jetzt ist immer noch Classic der beste. Teriyaki als zweites. Sukiyaki Beef. Schmeckst du auch nur ganz leicht raus. Ansonsten relativ wenig Geschmack. Also ich habe eigentlich da mehr erwartet. Ich habe, weil das Chili mir so gut gemundet hat, dachte ich, du musst dir die anderen Sorten noch gönnen. Die hauen alle voll rein, aber alles schmeckt irgendwie nur sehr orientalisch und komisch. Aber nicht so, dass man sagt, das hau dich jetzt übelst vom Hocker. Und eigentlich ist die Schüssel schon komplett voll, aber irgendwie müssen wir das... Wir können das gar nicht rummachen, wir müssen uns dann durch die einzelnen Sorten kämpfen. Und das heißt, als letztes kommt Chili, das kenne ich eigentlich. Und ich finde immer noch Chili, bester Geschmack, beste Sorte. Bisschen scharf dabei, bisschen süßlich auch, trotzdem würzig, lecker. Können sie alle einpacken, ganzen anderen Sorten. Braucht kein Mensch. Macht einfach Classic für die Normalen. Ist einfach sehr deliziös und macht halt Chili für die, die noch ein bisschen spicy mit bei haben wollen. Jetzt haben wir hier, das mal so zu zeigen, 6-mal Deckel, 6-mal Bottich und hier eine riesengroße Schüssel mit 6 Nudelcups. Das ist ja schon Matt Stoney-mäßig, Bruder. Wir machen jetzt einen auf Matt Stoney, genau, und versuchen jetzt diese ganze Schüssel Nudeln zu essen.
Ich habe mir dazu hier mal eine Uhr besorgt, aber irgendwie, wenn die hier hinten steht, seht ihr die nicht. Das heißt, ich werde drauf drücken, essen und dann gucken wir mal, bei welcher Zeit wir rauskommen. Ist okay, wir hören auf. Wir sind jetzt bei knapp 4 Minuten. Die Schüssel hat etwas abgenommen, also wenn ihr das so seht. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt war. Alter. Ich habe normalerweise einen Cup mal gegessen und habe gedacht, boah, jetzt habe ich Hunger, gerne mehr davon. Dann denkst du dir, okay, 6 Stück sind halt 6 Stück. Die Weisheit des Tages, 6 Stück sind 6 Stück, genau. Packst du dir dahin, machst du da. War eine lustige Idee, hat eigentlich so auf dem Papier gut ausgesehen. Aber die Nudeln, die gehen ja sowas von auf. Als sie erstmal aus den Nudelcups raus waren, und die Schüssel voll ist, war ich schon komplett eingeschüchtert. Jetzt fängst du an zu essen, die oberen Schichten waren noch sehr heiß. Ich habe mir permanent die Schnauze verbrannt. Dann hast du gerade einen Geschmack, der richtig gut ist und der richtig lecker ist. Dann kommst du zu dem nächsten. Die nächste Gabel, die nächste Gabel, die nächste Gabel. Jede Gabel, die du dir reinsteckst, schmeckt anders, ist anders, sonst was. Das ist so ölig und fettig gleichzeitig. Mir zieht sich der ganze Magen zusammen. Ich habe jetzt schon richtige Bauchschmerzen. Diese ölige Fettölsoße, sonst wie. Wir hätten an die Extreme gehen können. Einfach weiter essen. Weiter essen, weiter essen, weiter essen. Sonst was, keine Ahnung, hin und her. Aber ich, wie gesagt, ich bin kein Matt Stoney. Der schiebt sich das alles einfach rein. Du siehst ihm das auch nicht an. Der hat sicherlich die Gabe Gottes. Wenn ich das jetzt esse, wiege ich morgen 300 Kilo. Und bei mir ist jetzt alles an. Und quält euch nicht, quält euer Körper nicht so. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind, wie viele das jetzt waren. 6 Stück sollten sein. Vielleicht haben wir 2 geschafft oder so. 2 Cup-Noodles essen, das ist doch eigentlich gar nichts. Ich verstehe es nicht. Ey, ich schäme mich gerade so in Grund und Boden. Wie Kurgensohn, der immer in den Titel schreibt, 50 Big Macs essen. Und dann so nach 2 Stück sagt er, boah, er schafft es nicht mehr und hört auf. So komme ich mir gerade vor. Keine Ahnung, aber es war wirklich jetzt Verschwendung, das alles in sich reinzustecken. Ich habe gedacht, wird eine coole Sache. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das hochladen soll oder nicht, weil ich mich gerade so schäme. Ich schäme mich gerade in Grund und Boden. Ich schäme mich gerade in die Nudeln zurück. Aber hey, ist jetzt mal so. So habe ich noch was zu essen für später und für noch später und für morgen und für übermorgen und für die nächsten 200 Jahre. Und
4 Minuten. Man hätte höchstens machen können 5 Minuten Countdown. Wie viel schafft man in 5 Minuten von der Schüssel Nudeln? Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das Sinn hat, überhaupt jemanden zu nominieren, sich mal 6 Nudelcups zu machen und zu gucken in der Schüssel, wie viel ist das? Du hast keine Vergleichsmöglichkeit mit Grammanzahl oder irgendwas, dass du dann wüsstest, wie viel du geschafft hast, außer man hätte das natürlich vorher gewogen, habe ich nicht, also komplett sinnlos alles. Wenn Flatti, Natur, Urin oder Kanal phänomenal trotzdem das sehen und Bock drauf haben, das mal zu testen, wenn sie sich 6 Nudelcups am besten wirklich von Soba, damit ihr die gleichen perversen Sorten habt, wenn ihr die alle 6 Stück macht und in eine Schüssel, mal gucken, vielleicht gibt es jemanden, der die Schüssel ganz aus isst. Mir ist auf jeden Fall jetzt so schlecht. Ich bin raus. Ihr seht, nicht jeder, der fett ist, kann automatisch viel essen. Obwohl man ja fett ist, wenn man viel isst. Aber man kann nicht viel essen, wenn man fett ist. Weil dann ist man ja schon fett. Deswegen die Dünnen, die haben Platz. Die können viel essen, um fett zu werden. Und die Fetten, die sind schon fett und da passt nichts mehr rein. Das ist die Weisheit des Tages. Kompletter Fail. Das war's von meiner Seite aus. Ich habe jetzt auch so einen Durst. Ich glaube, ich sterb gleich. Mir geht's gerade richtig mies. Keine Ahnung. Nie wieder Nudeln. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Uah.